Nur Wettbewerb unter Anbietern transformiert Eigenliebe in Nächstenliebe. Wenn es den nicht gibt, schaut es anders aus. Die persönliche Haftung ist heute eins der ganz schwierigen Themen, die durch die verschiedensten gesetzlichen Veränderungen sehr stark ausgehöhlt ist. Der Prozess braucht keine staatlichen Eingriffe. Dieses Laissez-faire, Laissez-passer ist eigentlich etwas, was komplett aus der Mode gekommen ist, weil man heute immer glaubt, es muss, wenn irgendein Problem auftritt, muss der Staat her. Je älter die Bevölkerung wird und die Befragten, umso mehr steigt die Zustimmung zum Kapitalismus, zur Freiheit, zur freien Marktwirtschaft. Aber je jünger die Leute sind, eindeutig in all diesen Ländern die Mehrheit für den Sozialismus. Sie wählen Leute, Politiker, die eigentlich dem ihrem längerfristigen ökonomischen Wohlergehen entgegenwirken. Jetzt machen wir einen nächsten Schritt, Wettbewerb der Anbieter um die Nachfrage und umgekehrt. Ich muss noch ein bisschen auf die Uhr schauen, ein bisschen geht noch, gell? Der Wettbewerb der Anbieter um die Nachfrage führt zur Entdeckung von Tatsachen, welcher, und das, ich zitiere jetzt wieder Hayek, nicht nur das zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft verstreute Wissen bestmöglich nutzt, sondern auch dessen Fähigkeit, neue Problemlösungen zu entdecken und erproben. Ja, warum? Ja, es sind die Gewinnanreize und der Druck von den Mitbewerbern, die Anbieter dazu bringen, bessere Angebote für die Kunden zu entdecken. Denn wenn ein Anbieter sieht, da gibt es ein Angebot, das ist sehr teuer, hat wenig Qualität, ja, dann werde ich versuchen, das besser zu machen. Ich versuche, Kunden von dem Anbieter, der das macht, abzuwerben. Ich versuche, die Kosten zu senken und oder die Qualität zu erhöhen. Wenn man das lang genug laufen ließe, was ja nicht der Fall ist, es ändert sich ja immer sehr schnell, dann würde eine Tendenz zum Kostenminimum und zu relativ bester Qualität herauskommen. Der freie Wettbewerb auf den Produktmärkten, aber nicht nur dort, erzeugt durch Unter- und Überbieten Wissen, welche Güter am billigsten und am besten den Kundenpräferenzen entsprechen. Durch dieses Unter- und Überbieten kommt es dazu, weil der Einzelne sucht sein Heil in der Unterbietung oder im Überbieten. In diesem Sinn hat der Wettbewerb aufdeckende Wirkung, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Der Wettbewerb zwingt die Anbieter, Kosten und Preise niedrig zu halten. Wenn nicht, werden ihn andere Anbieter verdrängen und er vom Markt verschwinden. Der Wettbewerb auf der Nachfrageseite zwingt die Nachfragerinnen, ihre wahre Zahlungsbereitschaft zu offenbaren. Sonst kommen andere zum Zug. Das ist nicht wie bei den Umfragen, wo dann irgendeiner sagt, ja, dass ich wäre bereit, so und so viel zu zahlen, aber weil er ja nicht wirklich zahlen muss, sagt er irgendwas. Wenn er aber mehr Markt ist, dann muss er dann das auch zahlen, was er haben möchte. Sonst kommt er nicht zum Zug. Das ist der Unterschied zu diesen Umfragen. Und in diesem tatsächlichen Marktwettbewerb wird latentes, lokales Wissen unter Wettbewerbsdruck aktualisiert. Also bedenken Sie immer diese Grundfrage von Hayek. Wie kommt das Wissen, das so auf die vielen Milliarden Menschen zerstreut wird, dorthin zusammen, dass eine Ordnung entsteht. Und über Marktpreise an andere Marktteilnehmer kommuniziert.
Marktpreise, die bei freiwilligen, wechselseitig vorteilhaften Geschäftsabschlüssen, zu denen kommen wir dann noch genauer, mit Blick auf konkurrierende Angebote vereinbart werden, ermöglichen Unternehmen die Kalkulation der erwarteten Erlöse und Kosten ihrer Produkte. Und da passt jetzt sehr gut das wahrscheinlich ohne dies auch bekannte Zitat aus Adam Smith, Wohlstand der Nationen. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers, ist natürlich übersetzt, Bäckers, erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihre Eigenliebe. Aber nur Wettbewerb unter Anbietern transformiert Eigenliebe in Nächstenliebe. Wenn es den nicht gibt, schaut es anders aus. Haben wir noch einen Punkt? Okay. Jetzt kommen wir zum unternehmerischen Entdecken. Ich habe gesagt, es sind diese 6 Mechanismen. Machen wir den dritten noch, dann können wir mal die Pause machen. Weil es ist ohne die geballte Ladung und dann macht es nicht was ganz gut, wenn man mal ein bisschen wegkommt. Unternehmerisches Entdecken, Nutzen und Schaffen von Wissen. Unternehmer und Unternehmerinnen in einer freien Marktwirtschaft sind ständig auf Gewinnsuche. Das wird ihnen angekreidet, aber es ist ihre Funktion. Gewinnorientierte Unternehmer, ich nehme jetzt wieder die Männer, suchen, entdecken und nutzen Wissenslücken über Nachfragepräferenzen, Produktionstechnologien, Ressourcenverfügbarkeit zum eigenen Vorteil. Und jetzt ist ein wesentlicher Punkt: nicht integriertes, kommunizierbares Wissen stellt eine Gewinnmöglichkeit dar. Es ist wie wenn ein Unternehmer feststellt, auf einem Markt kann ich das Produkt relativ billig verkaufen und auf einem anderen relativ teurer verkaufen. Also einkaufen, Produkt einkaufen und auf dem anderen verkaufen. Und die Differenz ist der sogenannte Arbitragegewinn. Und dass die Arbitrage ist ständig unterwegs in der Weltwirtschaft, vor allem natürlich auf den Finanzmärkten. Und das ist aber dahinter steckt die unternehmerische Fähigkeit. Körsner hat das die Alertness genannt, der unternehmerischen Menschen. Die ziehen alternative Geschäftsideen in Betracht, die alle anderen übersehen haben. Ein Unternehmer weiß immer irgendwie, wie es anders gehen könnte, was die anderen nicht sehen. Möglichkeiten zu erkennen, Risiken bei Realisierung beurteilen und dann eine Entscheidung treffen, auch mit Konsequenzen. Und bei diesem Prozess, den die Unternehmer machen, wird individuelles, nicht integriertes Wissen gesammelt und synthetisiert, zusammengefügt. Die Wissenszersplitterung überwunden und damit Wert nicht nur für den Unternehmer, der einen Gewinn macht, sondern für alle Marktteilnehmer geschaffen. Also Körsner war ja immer der Überzeugung, dass das Ganze dann näher zum Marktgleichgewicht führt. Da gibt es andere Österreicher, die da ein bisschen skeptischer sind, aber dass Wert dabei entsteht, das ist für alle relativ außer Frage. Der vierte Mechanismus, wie diese Wissenszersplitterung, Hayek, überwunden wird, ist, dass die Entscheidungen in der freien Marktwirtschaft auf unterster Ebene fallen, dezentral. Und zwar sind es die Entscheidungen darüber, was ist zu produzieren, wie soll man produzieren, für wen soll es produziert werden. Das sind die volkswirtschaftlichen Grundentscheidungen. Und diese Grundentscheidungen trifft nicht der zentrale Staat oder irgendeine Behörde, sondern das treffen die Milliarden von Menschen in der Weltwirtschaft aufgrund ihrer lokalen Kenntnis und ihrer lokalen Umstände. Und wegen dieser eigenen Entscheidungsmöglichkeit auf dieser untersten Ebene wird lokales
unterzieht es nicht artikulierbares Wissen auch tatsächlich gehoben, genutzt. Dieses Wissen wird dann im Marktaustausch, das ist der nächste Mechanismus, über die relativen Preise weitergegeben. Ja, damit komme ich zum wechselseitig vorteilhaften Marktaustausch. Gut, wechselst Eigentümer durch Kauf und Verkauf, Tausch Geld gegen Gut. Anbieter verkauft sein Gut gegen Geld nur, wenn er sich einen Vorteil verspricht. Ob das tatsächlich dann passiert, ist eine zweite Frage. Aber in der Antizipation ist es diese Überlegung. Nachfragerin kauft Gut gegen Geld nur, wenn das Gut vorteilhafter ist als das Geld am Konto oder in der Tasche. Vorher einander unbekannte Menschen mit ganz spezifischem Wissen kommen zusammen. Dabei wird verstreutes Wissen über wechselseitig vorteilhaften Tausch kommuniziert, weil jeder sich überlegt, was bringt es mir? Und da geht sein Wissen in diese Überlegung ein, dass er über seine Umstände hat. Durch Marktaustausch kommt es gut zu jenen Marktteilnehmern, mit die die höchste Wertschätzung haben. Und das ist ja dieses Phänomen, was wir unseren Studenten am Anfang immer erzählen, die Geschichte von dem Gefangenenlager, wo dann zuerst die Lagerleitung halt dem einen Gefangenen die Zigaretten gibt und den anderen die Schokolade und dann kommt es zum Tausch und dann kommt tatsächlich die Schokolade zu den Menschen, die wirklich lieber Schokolade als Zigaretten haben und umgekehrt. Ja, das ist diese bekannte Geschichte. Das heißt, bei gleicher Gütermenge wird Nutzen, Wohlstand geschaffen, ohne dass mehr Güter da sind. Das ist das Phänomen des freiwilligen, wechselseitigen, vorteilhaften Tausches. 5, 6, wir kommen zum letzten Mechanismus, Gewinn- und Verlustmechanismus bei freiem Marktzugang und Abgang. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich immer groß gejammert wird, wenn Unternehmen pleite gehen. Nur dieser Mechanismus ist unersetzlich. Wir brauchen ihn. Warum? Freie Märkte, das heißt, wo die Anbieter nach eigenen Überlegungen in den Markt eintreten und wenn sie es nicht mehr rentabel finden, auch den Markt verlassen, ermöglichen Experimentieren. Unternehmer probieren neue Produkt- und Dienstleistungsideen und das Marktsystem liefert dann die Rückkopplung, das Feedback für diese Ideen. Sind die Ideen gut? Denken Sie nur an das iPhone von Apple. Das war damals, ja, vor 2000, wann war es, 2005, 2006, hat kein Mensch das gehabt. Und ja, heute haben sie alle. Wer hat das nicht? Ich habe es auch vor kurzem nicht gehabt, aber ich musste es haben, weil sonst hätte ich keinen Kontakt mehr gehabt. Es ist, ja, das kann man natürlich wieder alles, es hat alles immer seine zwei Seiten, wir wissen das. Ja, dafür habe ich Verständnis. Aber trotzdem, es hat große Vorzüge, nicht? Und was man alles damit machen kann. Gut, keine Werbung für jetzt Apple, sondern ich habe ohne dies ein Samsung, also kein Apple. Also, geht mir nur ums Prinzip. Verkaufen sich Produkte gut, ist es ein Signal, dass die Kunden zufrieden sind. Produktionsmenge fortsetzen, steigern, investieren, innovieren, neueres versuchen. Bei herrschenden Preisen, Verkaufspreisen, Einkaufspreisen, Kosten entsteht Gewinn. Und ja, es gibt natürlich da Supergewinner, aber denken Sie nur an IBM. IBM war in den 70er, 80er Jahren das Riesenunternehmen. Was ist mit IBM heute? Also auch da muss man ein bisschen Geduld haben. Nicht? Also das ist das Problem. Es gibt einen starken Anreiz dafür, weil Gewinne natürlich locken. Also jeder Unternehmer möchte Gewinne machen. Aber gleichzeitig sind die Verluste selbst zu tragen. Dass das nicht mehr so ist, werde ich dann gleich sagen. An sich in der reinen Marktwirtschaft, ich beschreibe ja jetzt das Ideal, sind die Verluste selber zu tragen. Wer Verluste macht, muss das selber bezahlen.
wenn die Unternehmer entweder Marktsignale falsch interpretiert haben oder komplett an den Kunden wünschen, haben wir alles gehabt, vorbei produziert haben, aus, Ende. Dieser Trial-and-Error-Prozess fördert Effizienz und Innovation. Das ist die unbeabsichtigte Wirkung. Das denken wir ja nicht. Ne? Das ist ja eine typisch auch Einsicht der Österreicher, dass wir auf vieles, was wir in der Wirtschaft beobachten, einfach zu kurzfristig. Wir schauen nicht, was die unintendierten Konsequenzen sind, die niemand bedacht hat. Und das ist eigentlich etwas, was man von den Österreichern lernen kann, also von den österreichischen Ökonomen. Große Gewinne motivieren natürlich große Gewinne erfolgreicher, eingesessener Unternehmen, motivieren immer wieder zum Markteintritt und zu Konkurrenzangeboten. Also die ganze Geschichte mit den großen IT-Firmen kann man entlang dieser Sache erzählen. Und wenn das gelingt, wenn der Markt offen ist, also es ist, das war auch eine Grundeinsicht der Österreicher, es kommt nur dann zu Marktkonzentration, wenn der Staat in diesen Prozess eingreift, wenn er Marktbarrieren errichtet, die dann von den Unternehmen natürlich mit Handkuss genommen werden. Wenn ich eingesessener Unternehmer bin und ich weiß, der potenzielle Konkurrent, der hat eh keine Chance, weil der muss das alles machen, was der Staat ihm vorschreibt, da kommt nichts. Also, wenn das aber nicht der Fall ist, dann gibt es eine Tendenz zum Durchschnittskostenminimum. Ich meine, da kann man natürlich viel diskutieren, das weiß ich schon, aber im Kern, glaube ich, haben Sie recht. Es ist die Konkurrenz der Marktaußenseiter, die noch gar nicht im Markt sind, aber die einfach überlegen, was könnte man machen, um die Eingesessenen die zu konkurrenzieren. Und das führt dann, dass das Wissen über das günstigste Angebot im Markt entsteht. Natürlich, die freie Marktwirtschaft funktioniert nicht in einem rechtsfreien Rahmen. Rechtliche Voraussetzungen, dass Anbieter und andere Preisforderungen und Nachfrager mit anderen Preisgeboten auf die Marktungleichgewichte reagieren oder neue Produkte innovieren, auf den Markt bringen, bedürfen Privateigentum an den Produktionsmitteln und Produkten, freie Verträge im Rahmen des natürlichen Sittenrechts und ohne Verletzung des Strafrechts, persönliche Haftung. Die persönliche Haftung ist heute eins der ganz schwierigen Themen, die durch die verschiedensten gesetzlichen Veränderungen sehr stark ausgehöhlt ist und die dann auch dazu führt, dass sehr viele Schäden, die dem Markt angelastet werden, eigentlich nicht sein müssten, wenn man dieses Haftungsprinzip ernst nehmen würde. Es kommt zu einem Übergang von Gütern zwischen den Marktteilnehmern. Tausch ist, das kann man auch verstehen, als ein Tausch von Eigentumsrechten, wenn ein Gut verkauft wird und ein anderer das Gut kauft. Die Kernelemente noch einmal so ein bisschen in der Zusammenfassung des Marktmechanismus sind die frei beweglichen Preise. Sie geben in kodierter Form Informationen über den Marktzustand weiter, damit Marktteilnehmer ihre eigeninteressierten Pläne bestmöglich umsetzen können. Es ist zweitens die Budgetrechnung der Haushalte, auch wenn man jetzt kein Haushaltsbuch führt, aber im Prinzip hat man doch ein Monatsbudget, über das man verfügt und das man verwendet, und die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen. Die macht die einzelwirtschaftlichen, individuellen Pläne mit den Plänen anderer und den gesamten Ressourcen vereinbar. Und das, was Hayek sehr stark betont hat in seinen Spätwerken, allgemeine, abstrakte und sichere Regeln, die natürlich eher im Privatrecht sind als im öffentlichen Recht. Das öffentliche Recht ist viel mehr durch Veränderung und auch teilweise Willkür gekennzeichnet. Diese abstrakten allgemeinen Regeln, die nicht die einzelnen Umstände berücksichtigen, die sichern, dass die Individuen einen freien Handlungsraum haben, in dem sie nach ihren eigenen Überlegungen entscheiden können. Und das ist ein Anreiz. Wenn ich das darf, dann werde ich das auch nutzen.
aber immer im Rahmen des verfügbaren Budgets. Ich kann nicht beliebig Schulden machen, wenn ich die nicht zurückzahlen kann. Das verfügbare Budget orientiert sich an dem, was ich am Markt kriege, nicht was mir der Staat zahlt. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Fall. Es gibt so viele, ich meine, jetzt meine ich nicht die Pensionisten, die eben angespart haben, sondern wenn man halt irgendwelche Subventionen und Unterstützungen kriegt, was wir halt jetzt sehr stark erlebt haben, dass einfach Geld ausgeschüttet wird und wird nicht gefragt, was. Es ist aus politischem Wettbewerb, muss man das machen, sonst kommt man unter die Räder. Das heißt, in der freien Marktwirtschaft werden dezentral Probleme des Wissenserwerbs, der Wissenverbreitung und der Kontrolle fehlerhaften Wissens über den Gewinn- und Verlustmechanismus gelöst. Besser als mit allen anderen Verfahren, die wir bisher kennen. Die freie Marktwirtschaft ist keine Erfindung von irgendeinem Kaiser oder König. Die hat sich als Bottom-up, als Grassroot-Bewegung, ausgehend von den italienischen Städten im Hochmittelalter entwickelt, ohne Plan eines Herrschers. Die schottischen Philosophen haben gesagt, freie Marktwirtschaft ist the result of human action, but not of human design. Es hat es niemand erfunden, es ist einfach das Ergebnis des Zusammenwirkens von Menschen in ihren jeweiligen Umständen. Die Ordnung der freien Marktwirtschaft ist spontan. Parallele Wettbewerbsaktivitäten der Anbieter. Alle Marktteilnehmer passen ihre Transaktionspläne flexibel an Preisänderungen an. Im dezentralen Selbstorganisationsprozess fließen diese Widersprüche individuellen Zielen. Das ist ja, schauen Sie einfach auf den Markt. Der Anbieter will möglichst viel verdienen, der Nachfrager möglichst wenig zahlen. Also es sind ja widersprüchliche Ziele, aber die werden im Marktaustausch werden die vereinbar gemacht. Marktungleichgewichte bewirken über die Konkurrenz, wie ich erklärt habe, die Preisänderungen. Und so werden Anbieter und Nachfrager Informationspläne, die Pläne dieser Anbieter und Nachfrager informationssparend angepasst. Und die Marktteilnehmer müssen nicht wissen, warum Preise anders sind. Richtigkeit der Beweise beweisen. Ein letztes. Sie ist ein selbstregulierendes und fehlerkorrigierendes System. Benötigt der Prozess nicht die Regeln. Der Prozess braucht keine staatlichen Eingriffe. Dieses laissez-faire, laissez-passer, ist eigentlich etwas, was komplett aus der Mode gekommen ist, weil man heute immer glaubt, es muss, wenn irgendein Problem auftritt, muss der Staat her. Er muss eingreifen, er muss das anders machen. Intensiver Wettbewerb in diesem Marktprozess zwischen Kunden, Anbietern um die Kunden, freie Preisbildung, regulatorisches Prinzip, das System der interdependenten relativen Marktpreise. Was ist die Rolle des Nationalstaats? Sicherung der Privatrechtsordnung, innere und äußere Sicherheit, Konsum- und Gewerbefreiheit im Innern, möglichst freier internationaler Handel. So, jetzt habe ich Ihnen in sehr, sehr langem, ich hoffe überzeugend, nachgewiesen, warum die freie Marktwirtschaft das Kernproblem, das Hayek diagnostiziert hat, besser als jedes andere System löst. Jetzt werden Sie natürlich fragen, ja, wo ist die freie Marktwirtschaft zu sehen? Und genau das ist tatsächlich das Problem unserer Zeit. Wir wissen, dass die Unternehmer, vor allem die Vertreter der Unternehmer, wenn sie in Sonntagsreden unterwegs sind, immer tendenziell für den freien Markt eintreten. Aber wenn sie selber dann an der Kippe stehen, dann heißt es Staat hilf. Dann heißt es, ich kann nicht Kurs gehen, weil ich verliere so und so viele Arbeitsplätze. Und die Politiker sind nicht faul, sie kommen und helfen. Und es wird wieder
eine neue Staatsbeihilfe ausgeschüttet, schuldenfinanziert natürlich, weil man alles nicht über die Steuern finanzieren kann, sonst hat man den Aufstand. Also wir haben die Fehlentwicklungen dieser gemischten Markt-Staatswirtschaft haben wir heute. Das ist einfach Faktum. Und jetzt fragt man sich, wenn das alles so stimmt, was die Österreicher über die freie Marktwirtschaft gesagt haben, warum ist die Zustimmung zur freien Marktwirtschaft so stark zurückgegangen? Ich habe kürzlich eine Untersuchung mir angeschaut vom englischen Freethink, freie marktwirtschaftlichen Institut, und die haben herausgefunden, dass sogar in den, wir würden sagen, kapitalistischen Ländern, USA, Kanada, Australien und Großbritannien, die Leute von 18 bis 34, also unsere jungen Leute, mit deutlicher Mehrheit für den Sozialismus sind als für die Marktwirtschaft. Es ist natürlich in den USA noch am besten. Dort gibt es noch einen gewissen Nettoüberschuss für die Marktwirtschaft, allerdings nur über die ganze Bevölkerung. Je älter die Bevölkerung wird und die Befragten, umso mehr steigt die Zustimmung zum Kapitalismus, zur Freiheit, zur freien Marktwirtschaft. Aber je jünger die Leute sind, eindeutig in all diesen Ländern die Mehrheit für den Sozialismus. Natürlich, sie haben es ja noch nie erlebt. Ne? Die haben nur den Wohlstand, den die Marktwirtschaft geschaffen hat. Okay, aber nur das als Faktum. Die politische Ökonomik, die hilft uns da ein bisschen bei der Erklärung. Und da gibt es ein schon länger publiziertes Buch von Kaplan, The Myth of the Rational Voter, 2007. Und seine Kernthese ist, die Stimmbürger, also die, die bei den Wahlen abstimmen, sind beim Kauf langlebiger Güter wie Häuser oder eben Grundstücke völlig ökonomisch rational. Überlegen stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang, was ist das günstigste Angebot? Wo kriegen wir das beste Haus? Wenn sie aber zur Stimmabgabe gehen, also bei den Wahlen, sind sie irrational. Sie wählen Leute, Politiker, die eigentlich ihrem längerfristigen ökonomischen Wohlergehen entgegenwirken. So, und wie ist das zu erklären? Und Kaplan, ich mache das sehr verkürzt, aber es ist vielleicht das ist schwierig, sonst diesen Dingen zu folgen. Er nennt vier Vorurteile des sogenannten Medienwählers. Der Medienwähler ist genau in der Mitte plus eine Stimme, der letztlich die Entscheidung macht. Drum wollen ja alle Parteien grundsätzlich, vor allem im Zweiparteiensystem, in die Mitte. Weil dort fällt die Entscheidung über die Mehrheit. Er nennt vier Vorurteile. Das erste ist das sogenannte Anti-Markt-Vorurteil. Dieses besagt, gesellschaftliche Vorteile der freien Marktwirtschaft, wie diese enorme Wohlstandsschaffung, wird unterschätzt, jene staatlicher Planung und Regulierung überschätzt. Und das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen diese Great Society von Hayek eher mit Skepsis betrachten. Also dieses informelle, also diese formalen Beziehungen, dass man den anderen nicht so gescheit kennt und so weiter. Das heißt, die vorindustrielle Sozialstruktur, die sich ja mit der industriellen Revolution fundamental geändert hat, wird als Maßstab für die Industriegesellschaft genommen. Und dann ist man natürlich eher bereit, die Regulierung, den Staat, der oben steht, zu schätzen. Generell die Überschätzung des Einflusses der Politiker für die Wirtschaft. Das zweite Vorteil ist das Anti-Ausländer-Vorteil. Gesellschaftliche Vorteile des internationalen Handels und der legalen Migration werden unterschätzt. Vorteile protektionistischer Politik. Protektion heißt, dass die heimische Konkurrenz von Auslandskonkurrenz beschützt wird über den Staat,
überschätzt. Das dritte Vorteil, das Arbeitsplatzerhaltungsvorteil. Die gesellschaftlichen Vorteile des Erhalts von Arbeitsplätzen werden überschätzt, die Nachteile der Arbeitsplatzerhaltung unterschätzt. Und das nutzen die Politiker natürlich, wenn sie dann wieder Arbeitsplätze retten und wieder eine Firma, zumindest kurzfristig. Meistens geht es sich eh nicht aus, weil dann, wenn dann der Konkurs kommt und so weiter, dann sind sie eh schon wieder weg vom Fenster, aber zuerst machen sie halt. Und das wird benutzt, um bei den Wahlen, bei den Umfragen Zustimmung zu kriegen. Nicht? Also einfach die herrschenden Politiker schauen ja nur auf die Umfrageergebnisse und versuchen halt dort zu realisieren. Das vierte ist das Pessimismusvorteil. Die negativen Wirkungen, die es gibt, der freien Marktwirtschaft, werden überschätzt. Ihre historisch unglaubliche Wohlstandsschaffung unterschätzt. Ja, diese Vorteile gibt es. Die bestimmen auch das Wahlverhalten. Und die Politiker, die an der Macht sind oder an die Macht kommen wollen, müssen sich danach richten. Die sind die Spielregeln der Demokratie. Wenn man natürlich autokratisch arbeitet, braucht man sich um das nicht kümmern.